So, willkommen zurück. Weiter geht's. Wir bilden weitere Bogenschützen aus. Na. Mein Bogen ist euer. So. In Bewegung. Ja, wir müssen jetzt echt zusehen, dass wir hier die Nahrungsversorgung hinkriegen. Dass wir die stabil hinkriegen. Wir haben zwar momentan viele Bäckereien, allerdings arbeiten die nicht. Na, noch nicht kontinuierlich genug. Das heißt, wie man hier sieht, liegen da bei allen relativ gleich viele Brote auf dem Tisch. Die kommen also der Nahrungs-, also das Brot kommt also stoßweise. Naja, nicht ganz so ideal. So, was können wir noch bauen? Ich würde sagen, weitere Pfeilmacher. Wir benötigen Holz. Wenn wir den Holz haben. Na. Vielleicht können wir auch noch den einen oder anderen Holzfäller ausbilden. Ich glaube, die Hütten hier vorne, die können auch weg. So, also die, das da. Das ist ja nicht besonders viel Sinn. So, wo platzieren wir den mal? Na, ich glaube hier hinten. Machen wir noch ein paar mehr. Es werden Rekruten benötigt sein. Ach, und dann brauchen wir gleich wieder eine Hütte. Ja, hier, das sieht schon gleich größer aus. So. Na, kommt. Bin zur Stille. Mein Herr. Rücken aus. Ich glaube, hier dürfen wir auch ruhig nochmal an der, naja, am Bauplan ein bisschen rumarbeiten. Noch ein bisschen mehr Platz schaffen für weitere Plattformen. Denn aus der Vergangenheit kennen wir ja, wissen wir ja, dass der, also aus der Spielvergangenheit wissen wir ja, dass der Platz sehr begrenzt sein kann. Bin zur Stelle. In Bewegung. Ja, das sieht doch schon mal halbwegs gut aus hier. Ich glaube, wir benötigen Holz. Benötigen Holz. Ja, wir haben hier ein bisschen viele Bauern rumsitzen, die hier nichts machen. Vielleicht noch mal einen weiteren Bäcker. Lass das hier noch hin. Nicht so. So. Wir benötigen mehr. Sind da jetzt einfach drei draus geworden. Beziehungsweise werden es gleich. So. Rücken aus. Nee, ich glaube, die können zur Abwechslung mal hier vorne hin. Schon werdet ihr vor mir um Gnade winken. Ihr habt einfach nicht das Zeug, einen Gepüß zu besiegen. So, jetzt aber weiteren Bogner. Die Hütten hier vorne können auch alle weg. Jetzt will ich. Ach, der hat ja kein Holz dabei. Ja, dann können die Hütten hier alle weg.
4 Stück waren das. Bauen wir die mal vorne wieder auf. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Die Truppen der Ratte greifen an. Oh, wow, 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 wow. Mein Herr? Wenn das mal gut geht. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Können wir die schon angreifen? Ziel angepeilt. Ja. Sehr gut. Na, sie teilen sich. Das ist schon mal schön. Ja, sowas müssen wir natürlich auch unbedingt vielleicht verhindern. Das dann hier auch noch zu machen, dass sie dann von der Seite hier reinschießen können. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass die Palisade hier vorne das verhindert, aber offenbar doch nicht. In Bewegung. So, offenbar haben wir die schon besiegt. Gucken wir gleich mal, dass wir, wenn wir hier noch zwei weitere Pfeilmacher gebaut haben, dann mal hier vorne den Holzwall schließen. Na, das geht natürlich wieder nicht. So. Und so. Gut. Ach, kein Holz mehr. Gut. Nicht so gut, aber. So, jetzt aber. Obwohl, ne, wir brauchen natürlich auch ein bisschen Vorrat für die Gegner. Die sollten ja möglichst durchgehend arbeiten. Und wir brauchen wieder neue Bauern. Bin zur Stelle, mein Herr. Rücken aus. So, aber das sieht jetzt echt schon gut aus. Sind auf dem Weg. So, und dann machen wir das hier an der Seite auch mal zu. So, das müsste reichen, dass keiner hier rüber schießen kann, aber hier hält sich ja eigentlich auch keiner auf. Und dann verbinden wir das hier vorne mal noch miteinander. So. Sehr schön. Oh ja, und das Vorratslager sieht auch sehr gut aus. Ich glaube, da können wir die Steuer nochmal erhöhen, nochmal verdoppeln. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Bin zur Stelle. In Bewegung. Vielleicht vergrößern wir hier das Ganze doch nochmal. Mal gucken, wie das passt. So, so. Ja. Das sieht gut aus. So, und dann hier rüber. Können die vorne noch überall Holzplattformen hin. Ja, sehr schön. Passende Menge Bogenschützen hin. Es werden Waffen benötigt sein. Rücken aus! Was sagen die Kinder? Spielt Backe, Backe, Kuchen. Und die andere spielt vor sich hin.
Ja, und der hier unten, der Holzfäller, der steht ein bisschen auf verlorenem Posten. Der kann da auch bald weg, wenn er seine Bretter abgeliefert hat. Genauso wie die hier. Die beiden. Natürlich immer schwierig herauszufinden, welche Holzfäller dazu gehören. So, und ich glaube, da war der linke. So, und wenn der sein. Der kann jetzt auch weg. Na, dann. Na, aber lassen wir die mal arbeiten. Die beiden. Lassen wir die mal hier vorne hin. Sieht jetzt ein bisschen nach Kahlschlag aus. Solange wir hier vorne. Ach, da arbeitet auch schon einer. So. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist teuer. Sind auf dem Weg. Mein Herr. In Bewegung. Bin zur Stelle. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt dauert. Also ich habe die Mission zwar schon einmal gespielt, aber ich weiß jetzt nicht, wie lange sie insgesamt dauert. Ich hoffe, dass ich mit zwei Teilen hinkomme. Ich glaube es allerdings nicht, denn der ist ja in wenigen Minuten auch schon. Da sind die 15 Minuten in wenigen Minuten auch schon rum. Das Vorratslager ist voll, my lord. Das Vorratslager ist voll. Das hören wir doch gern. Dann bauen wir. Ach, das Vorratslager. Das mach ich mal. So, das Vorratslager. Ach, und ich habe ja hier extra den Platz gelassen für. Da steht jemand im Weg. Müller. Bin zur Stelle. Und dann müssen wir wohl noch was bauen. Dann bauen wir mal weitere Pfeiler. So schön. Brett nebeneinander. Eure Befehle? Angst vor der Piste haben wir ganz sicher nicht. Rücken aus. So, dann vergrößern wir auch gleich mal den Kornspeicher. Gleich die Müller da endlich mal weg sind, können wir auch das Vorratslager vergrößern. Das macht doch mal Platz. Das kann doch echt nicht wahr sein. Müssen wir erstmal nach vorne erweitern. Jetzt wäre wieder. Ach gut, ich geb's auf. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Bin zur Stelle. Ja. Sind auf dem Weg. Oh, jetzt haben sie auch schon Belagerungstrupps dabei. Mal sehen, was die dann gleich bauen wollen. In Bewegung. Ja, natürlich, der Pulte. Ach, verdammt. Ja gut, den Rest der Truppen kommen wir ganz gut klar. Ja. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir den Kampf gewonnen. Und machen wir mal wieder einen kleinen Schnitt. Dann bis gleich.